Aber da ein Beispiel natürlich nicht genug ist, wir machen das Ganze an einem anderen Beispiel nochmal. Und zwar an diesem hier. Das wird ein bisschen echt heftiger. Lieber zusammenschieben. Wir wollen wieder dasselbe lösen. Wir brauchen viel Platz, deswegen muss ich relativ klein schreiben. 207x plus 95y, das y ist ein bisschen verkrüppelt, soll 1 geben. So, warum 1? Weil 1 der größte gemeinsame Teiler ist. Ich habe es mal ein bisschen abgekürzt hier. Das haben wir wieder erkannt, weil wir eben unseren größten gemeinsamen Teileralgorithmus durchgeführt haben und am Ende 1 rauskam. So, und genau wie vorher wollen wir diese 1 sehr kompliziert mit 207 und 95 schreiben. Und wir wissen ja erstmal hier, wenn wir jetzt an dieser Stelle hier unten gucken, okay, die 1 ist ja dasselbe wie 3 mal 7 minus 3 mal 2. Beziehungsweise 2 mal 3. So. Und das geschulte Auge sieht ja direkt jetzt schon, dass wir ja hier diese 7 auch anders ausdrücken können. Ja, eben bin ich hier von der rechten Seite gegangen, aber nur um mal einen zu zeigen, dass man nicht hier anfangen muss, sondern dass man beliebig anfangen muss. Man muss ja nachher nur hier 95 und 207 stehen haben. Machen wir einfach mal mit der 7 hier, fangen wir mal an. Die 7 ist also dasselbe wie 17 minus 10. So, an der Stelle sieht man jetzt das nächste. Es wird ein bisschen baumartig hier. 17 und 10 ist beides nicht 207 und oder 95. Was uns aber nicht weiter aufhalten sollte, wir gehen einfach mal weiter mit der 17. Warum mit der 17? Wir können auch mit der 10 weitergehen, aber ich gehe jetzt einfach mal nach links durch und hier steht ja auch unsere 17 schon. Was dann bedeutet, achso, vielleicht als kleiner Tipp, diese ganzen Zahlen, die ja hier alle rauskommen, das sind ja alles immer hier diese Restzahlen. Das heißt, man kann einfach gucken, jetzt beliebig, welche Zahl übrig geblieben ist und sucht sich die entsprechende Restzahl dazu aus. Zum Beispiel, wir haben keine Zweierrestzahl. Blöd. Also lassen wir die 2 so stehen in der Multiplikation, aber wir haben eine Dreierrestzahl, also nehmen wir die 3. Und aufgrund der Tatsache, wie hier das Ding gelöst ist, gibt es auch immer diese Restzahlen. Also das passt auch immer schön zusammen. So, jetzt aber weiter. Was ist eigentlich 17? 17 ist 207 minus 2 mal 95. So, ich drücke ein bisschen zu oft auf die Pause-Taste. Als nächstes gucken wir uns an, was ist 10? 10 ist 95 minus 5 mal 17. So, auch hier wieder 95. Die ist okay. Übrigens, diese 95, 207 ist alles okay. Jetzt steht hier die 17. Ist ja dieselbe wie die. Das heißt, wir brauchen das an sich nicht mehr auszurechnen. Wir wissen ja, es ist dasselbe wie das. Können wir nachher einfach einsetzen. Wir versuchen das Ganze möglichst zu optimieren. Wenn wir jetzt hier sowas haben, ist noch nicht so schlimm. Wird nachher schlimmer. Ihr seht es gleich. Machen wir einfach mal mit der 3 weiter. Was ist eigentlich die 3 hier? Die 3 ist ja 10 minus 7. Und jetzt fällt uns natürlich wieder auf, ach, 10. Ah, das hatten wir eben schon mal. Guck mal hier. 10 können wir mal so grün einrahmen. Wir können ja einfach aus Sicherheitshalber mal dieselbe Blaufarbe hier für die 17 noch nehmen. Achso, und nur falls nicht klar ist, wir rechnen jetzt die 10 nicht aus. Wir haben sie ja schon hier ausgerechnet. Also wir wissen, 10 ist ja das und das und da kommt dann das. Machen wir erstmal mit der 7 weiter. Ah, okay, da haben wir jetzt wieder diese Zahlen, die wir vorher schon mal berechnet haben. 10 ist wieder hier diese 10. Und 17 ist wieder hier diese 17. Und ich sage es vielleicht nochmal dazu, man kann das auch alles nochmal einzeln ausrechnen. Also ich habe es am Anfang auch nochmal hier 17. Ah, okay, ist hier 17. Okay, die 10 ist das und die 10 ist das. Das Problem ist aber, dann wird der Baum ungefähr so groß, viel größer als dieser Bildschirm. Okay, das war jetzt ein bisschen extrem. Entschuldigung. Jedenfalls nimmt das echt krasse Ausmaße an und die Chance, dass man sich dabei dann nochmal irgendwo vertut mit einem Plus und einem Minus, sind echt groß. Ich glaube, ich habe 3 Stunden oder so rumgerechnet und mich, keine Ahnung, 5 bis 6 Mal verrechnet. Jedes Mal irgendwo aus einem Plus ein Minus und schon hast du nachher keine 1 mehr da stehen. Und was ich ja eben gerade erst gesehen habe, ist, dass diese 7 ja dieselbe ist wie diese 7 hier. Das heißt, den Kram hätten wir uns eigentlich auch sparen können. Und weil wir uns das hätten sparen können, mache ich das hier alles mal wieder weg. Und rahme die einfach mal, naja, ist jetzt ein bisschen braun, soll aber dasselbe sein. Ein. So, wird sich gleich zeigen, was uns das Ganze bringt. So, als erstes machen wir uns mal da hier über das Monster hierher. Das ist ein relativ großer Ast und wir brauchen ja die 7 hier auch nochmal. Deswegen, wie gesagt, das Monster. Aber um das Ding gesamt hier zu bewältigen, müssen wir erstmal hier die 10, weil da ist ja auch die 17 drin, ausrechnen. Oder sollten wir zumindest erstmal. Dazu nehme ich am besten mal grün. Machen wir mal so einen Strich. Hier steht ja 95. Und das ist dasselbe wie. Minus 5 mal minus 2 gibt plus 10, gell? So, das ist das, was hinter der 10 steht. Ich rahme das mal ein. Das Ding ist also äquivalent zu 10. Man kann es auch sicherheitshalber, wenn man Lust hat, nochmal ausrechnen. Als nächstes wollen wir hier 17 minus diese 10 hier rechnen. Also wir wollen den Teil hier ausrechnen, damit wir dann schlussendlich auf die 7 kommen. Das mache ich dann am besten mal mit diesem Orange hier. Wir holen uns den Teil runter. Das war ja die 17. Und die 10 ist ja genau das hier. Das haben wir hier hingeschrieben. So, weil mir der Platz jetzt ausgeht, lösen wir das Minus direkt hier auf.
Wir nehmen also die Klammer weg, das heißt, wir haben minus 11 mal 95 und plus 5 mal 207, was sich dann insgesamt zusammenfügt zu einem wieder eher relativ kleinen Teil. So, jetzt hatten wir auf der linken Seite noch, Entschuldigung, rechte Seite noch 10 und 7 und die 10 hatten wir ja eben schon sogar berechnet und die 7 haben wir auch, deswegen können wir es direkt einsetzen mit dem eine Stufe heller Orange. So, einfach nur das da und das da. Wieder Minus auflösen, ausrechnen. Das heißt, die Klammer fliegt und hier wird ein Plus draus. Und entsprechend rechnen wir das auch aus. Oh man, crazy shit. Jetzt haben wir schon mal eine ganze Menge gerechnet und das hat uns, wenn wir das jetzt zum ersten Mal machen, eine Menge Zeit gekostet. Jetzt wollen wir das Ganze noch beenden. Wir müssen ja das hier nochmal 2 rechnen. Wir nehmen also das Ding hier, aber wir holen gleich das Minus mit rein. Dann wird das Ganze schneller. Also wir rechnen jetzt minus 2 mal 3 und schreiben das dahin. Das heißt dann minus 24, stimmt natürlich nicht, minus 48, plus, weil wir haben ja minus, 22, weil wir haben ja die 2, mal 11. Und was man wieder merkt ist, ich sorge natürlich immer dafür, dass 95 und 207 immer stehen bleibt. Das heißt, alle Multiplikationen gehen immer nur auf den anderen Teil. Und langsam gehen mir auch die Farben aus. So, und jetzt wollen wir diesen ganzen Teil berechnen. Super. Wichtig jetzt dabei zu merken ist, wir haben ja das minus 2 schon ausgerechnet. Das heißt, wir können jetzt einfach diesen Teil hier an diesen Teil hier dranhängen. So, aber das war ein bisschen blöd. Wir machen das jetzt nochmal weg. Beziehungsweise ist sogar direkt ausrechnen. Wir haben hier minus 48 mal 95 und hier haben wir minus 13 zusammen. Und hier haben wir 22 mal 207 und hier haben wir 6 mal 207. Jeweils beides plus. So. Und wir rechnen das einfach mal gerade aus mit diesen zwei Rechnern. Für die 95 haben wir einmal dieses Ergebnis. Ich schiebe es mal hier hin. Aber wir können es mal hier hinschieben. Und für die 207 haben wir dieses Ergebnis und wir sehen, okay, es hängt tatsächlich nur eine Stelle auseinander. Das heißt, es steht tatsächlich diese 1 hier da. Ich schließe das hier wieder. Und damit haben wir entsprechend auch diese Gleichung gelöst. Unser x ist in diesem Fall die 28. Und unser y in diesem Fall die minus 61. Wichtig, minus 61. So, ich hoffe, durch die zwei Beispiele ist das ein bisschen klar geworden. Und ansonsten sicherheitshalber immer nochmal die Beschreibung checken. Anmerkungen ohne Flash gehen leider auf YouTube immer noch nicht. Und deswegen werde ich weitere Hinweise oder Korrekturen in der Regel da unten reinschreiben. Ansonsten vielen Dank fürs Gucken.